Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Let's Go Pikachu. Ja, beim letzten Mal haben wir gegen den Boss von Team Rocket, Giovanni, und einem Vorstand Atlas gekämpft und haben nun mit Pikachu eine neue geheime Technik erlernt. Nämlich den Himmelsflug oder so hieß er, glaube ich. Und ich wollte nochmal ganz kurz hier in den Markt gehen, also in das Einkaufszentrum, und nochmal kurz was einkaufen gehen. Weil, ja, wir haben schon gemerkt, unsere Gegner werden nicht gerade schwächer, sondern gerade immer stärker vom Level her. Und dem will ich mal ein bisschen, zumindest was Tränke angeht, entgegenwirken. Dass wir uns notfalls eben ein bisschen heilen können. Weil, ja, man muss wirklich sagen, auch wenn ich es vom Schwierigkeitsgrad her bisher jetzt nicht hundertprozentig schwierig empfinde, aber die Gegner sind teilweise schon relativ tough, muss man sagen. Was aber auch zum Teil mehr daran liegt, dass man ja mehr oder weniger underleveled ist meistens. Also man ist nie auf dem gleichen Level wie so die Trainer, gegen die man kämpft. Sondern ja, meistens unterhalb, außer man würde jetzt Hardcore leveln, aber das tun wir natürlich nicht. Von daher, ja, sind wir eben meistens vielleicht noch auf dem Level der Trainer-Pokémon. Also der ganzen, ganz normalen Trainer, da sind wir auf dem gleichen Level meistens, aber wenn es dann gegen ja, die Arena-Leiter geht oder eben bei Team Rocket hat man es auch gemerkt, da waren die ganz normalen Lüpel ja schon auf unserem Level. Und ja, die Vorstände bzw. auch Jesse und James waren eben nochmal ein bisschen stärker. Hehe, diese Arena ist so toll. Die voller starker Trainer. Oh Mann, die haben den Pedo-Opa zensiert. Was soll das denn, Game Freak? Wieso? Hessen Feuerrot hat er noch gesagt, hä, die Arena voller Mädchen, hey. Zensiert nicht den Pedo-Opa, ja? Sonst setzt es was. So, du willst also unsere Arena-Leiter Erika herausfordern? Dann solltest du wissen, dass wir nur Trainer mit niedlichen Pokémon in die Arena von Bismarck City lassen. Lass mich doch mal sehen, ob du eins hast. Ja, also mein Gyarados ist sehr niedlich, aber ich nehme mal Pikachu. Ist das ein Pikachu? Da vielleicht das niedlichste Pokémon aller Zeiten? Darf ich streicheln? Bitte, bitte, bitte. Oh, das fühlt sich einfach wunderbar an. Am liebsten würde ich es den ganzen Tag lang streicheln. Ich schätze, du hast die Bedingung erfüllt. Das ist definitiv ein niedliches Pokémon. Dann will ich mal nicht so sein und dich reinlassen. Also ich würde mal so sagen, dass Gyarados ja so niedlich es auch sein mag. Ich glaube, es wird hier nicht durchgehen. So sieht man sich wieder. Jetzt werde ich ja. Du hast gewiss auch voll die niedlichen Pokémon, das glaube ich dir aufs Wort. Göre Helen. Mit einem Myrapla. Gut, Myrapla. Es ist jetzt nicht das unniedlichste Pokémon, aber naja, mein Geschmack trifft es jetzt nicht so sehr, ne? Ich bin jetzt nicht so der große, oh, natürlich. Ich bin jetzt nicht so der große Myrapla-Fan. Muss ich einfach mal so sagen. Ich meine, es ist einfach nur Unkraut. Na gut, das ist eine Zwiebel, ne? Ich glaube, es soll eine Zwiebel darstellen oder sowas.
Könnte hinkommen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir gerade vergiftet worden sind und ich deshalb Blutexo natürlich erstmal heilen muss. Wir sehen hier schon, auch hier die Trainer sind auf einem nicht allzu niedrigen Level. Ich meine, sie mit ihrem einzelnen Pokémon war auf Level 8 und 2. Achso, hier ist eine Abkürzung, okay. Es geht also nur nach oben. Die eine Trainerin daneben könnten wir überspringen, wenn wir wollen, so wie es aussieht. Aber ich würde einfach mal sagen, wir nehmen sie trotzdem mit. Wir nehmen einfach mal jeden Trainer mit. Ich meine, es sind einfach nur Opfer zum Leveln, klar, aber man kann es gebrauchen. Von daher nehmen wir es einfach mal mit. Und sie hat ein Owei. Das ist ja Oweia. Level 29. Oh, ich muss mal die Attacken von Glutexo sortieren. Meine Güte, sieht das schrecklich aus. Sag mal, könnt ihr mal aufhören, meine Pokémon zu verkrüppeln? Wäre das im Bereich... Warum sind wir schneller? Ja gut, ich glaube... Paralyse ist nicht mehr so stark, wie es mal war, aber also man wird ja normalerweise verlangsamt und ich glaube, das wurde irgendwie genervt, dass es nicht mehr so viel ist, was es an Geschwindigkeit reduziert, meine ich zumindest. Aber gut, auch die wäre optional, okay. Weil wir hätten jetzt abbiegen können, ohne Genie zu kämpfen. Und sie hat ein Duflor. Duflor. Ich hab mich voll getrönt. Und ja, Leute, don't do drugs. Also don't take drugs. Sonst werdet so, ja, sonst endet ihr so wie dieses Duflor. Sabbert die ganze Zeit rau. Ja, seid die ganze Zeit am Sabbern. Wer wollt ihr das wirklich, Leute? Aber wenn dieses Sekret, was da aus Duflors Mund rauskommt, ja, irgendeine Flüssigkeit sein soll oder so, die. War das irgendwas Giftiges? Ich weiß es gar nicht. Ich kenne den Pokédex-Eintrag von Duflor jetzt auch nicht so wirklich auswendig. Eigentlich kenne ich den von keinem Pokémon auswendig. Das Duflor war das erste Pokémon, das uns nicht verkrüppelt hat. Wow. Und anscheinend treffen wir hier auf sehr viele der Kategorie Schönheit und Picknicker. Was ja zu einer Pflanzenarena vielleicht passt, weil es gibt hier keine Botaniker oder sonst etwas in der Richtung als Trainerklasse. Guckt euch das mal an, wie wenig Erfahrungspunkte die ganzen Trainer hier geben, ne? Da bekommt man ja wirklich schon beinahe mehr Erfahrung, wenn man gegen normale Pokémon kämpft. Also wilde Pokémon fängt. Gut, dieses Duflor und die Gallia, die werden jetzt natürlich ein bisschen mehr Erfahrungspunkte geben, als jetzt so ein Myraplar. Klar, die sind stärker. Schon entwickelt. Aber trotzdem, wieso geben die ganzen Trainer so wenig Erfahrung? Nicht mal 400. Das ist schon irgendwie... Und dann wundert man sich, dass man so underleveled ist, ne? Irgendwie ja schon. Einfach weil die ganzen Trainer kaum Erfahrungspunkte gibt. Und da bringt es auch nicht viel, dass man hier so einen eingebauten OP-Teiler hat. Ich glaube, da wäre auch nur eine Abkürzung. Deshalb gehe ich da jetzt mal nicht lang. Da gehen wir gleich entlang, wenn wir sowieso zurückgehen.
weil ich natürlich vorher nochmal meine Pokémon heilen möchte. Ja, auch die wäre optional. Warum stellst du mir so viele Fragen? Die letzte Frage hat gereicht. Ramona mit einem Duflor. Ich hoffe, du schaust dir nicht die Angewohnheiten deines Pokémons ab. Oder Moment. Vielleicht spendieren die Pokémon das ja von den Menschen. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Ach ja. Die ganzen Trainer hier sind ja auch alles nur Kanonenfutter. Aber zumindest kann ich so Glutexo noch ein bisschen leveln. Und wir schmeißen dich jetzt einfach mal über die Erde. In die Stratosphäre und wieder zurück. Ja, ja. Ah, das war ein Anbaggerversuch. Ah, okay. Tut mir leid, ich bin ein bisschen zu jung für dich. Denke ich mal. Oh, ein Ast-Trainer. Ja, Flower Power hier, ne? Ja, ja. Okay, die dürfte jetzt ein bisschen stärker sein. Ich meine, das ist ein Ast-Trainer. Sie liebt es schon mal mit dem Ulti-Guardia, okay. Level 30. 31, nah dran. Wann erlernst du endlich mal... Wow, danke schön, dass es daneben geht. Ich hoffe, Glutexo erlernt noch relativ bald mal sowas wie... Flammenwurf. Weil das wäre definitiv nicht verkehrt. Einfach für den extra Damage. Weil Glut ist ja schön und gut, aber Flammenwurf ist dann schon nochmal eine andere Nummer. Ich meine von Stärke 40 auf 90 meine ich. Das ist einfach mal mehr als doppelt so hoch. Wow. Tauboga, warum machst du so wenig Damage? Okay, Tangela ist robust. Das mag sein, aber das ist jetzt kaum Schaden, ey. Das ist Five-Hit. Und das Teil heilt sich noch so stark hoch mit seinem Megasauger. Alter. Das kann man ein Level über uns. Und macht trotzdem, obwohl wir es halbwegs resistieren, so viel Schaden, ey. Holy moly, ey. Diese Arena. Also man muss ja wirklich sagen, anfangs wurde noch gemeckert, ne, das Spiel wird gewiss so einfach und all und voll lame. Ja, sieht man. Es ist gar nicht so einfach, wie anfangs vermutet von vielen. Muss man mal so sagen. Und wir sind jetzt gerade mal bei der vierten Arena, ne? Wir sind halt doch deutlich underlevelt. Normalerweise war ich zu dem Zeitpunkt hier, glaube ich, schon deutlich stärker mit meinem Pokémon. In Feuerrot beispielsweise. Aber hier, nö. Hier sind wir doch weit unter dem Level der Trainer und wahrscheinlich auch der Arenaleiterin. Was mit Flug-Pokémon? Die sind auch effektiv. Na gut, sie hat wahrscheinlich eher Angst vor diesem Pokémon und vor einem Flug-Pokémon eher weniger, aber okay. Ah, Glut wird langsam auch knapp. Na, endlich mal ein One-Shot. Dankeschön. Noch ein Knuffenser. Komm, das Haus ist auch noch weg.
So langsam hoffe ich ja mal, dass wir hier alle Trainer besiegt haben, weil ich habe irgendwie keinen Bock mehr, gegen die ganzen Trainer hier zu kämpfen. Ich will jetzt endlich zur Arenaleiterin. Der Part endet auch bald. Von daher, ich würde die gerne noch in diesem Part haben, ohne ein 30-plus-Minuten-Part zu machen. Das wäre zumindest nicht verkehrt. Normalerweise hauen sie auch nicht so viele Trainer in der Arena rein. Okay, doch, es gibt ein paar Arenen, wo sehr viele Trainer drin waren. Lass mich raten, ja, das ist jetzt nur wieder eine Abkürzung. Aber es sieht für mich so aus, als ob das jetzt die letzte Trainerin war. Und wir jetzt zur Arenaleiterin kommen müssten. Natürlich macht sie hier nochmal so ein kleines Labyrinth draus, ist ja klar. Und ja, da ist sie. Okay. Dann dackel ich jetzt aber nochmal ganz kurz zurück in das Pokémon Center. Weil mit einem so angeschlagenen Team will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt gegen eine Arenaleiterin antreten, die wahrscheinlich auch wieder gute 5 Level über uns sein wird. Also ich tippe mal, sie wird ungefähr auf dem Levelbereich von Giovanni sein. So grob Level 32 bis 35, 36 schon, denke ich mal, wird sie vermutlich sein. Und eigentlich darf man danach wahrscheinlich schon wieder leveln gehen, wenn man nicht unbedingt underlevelt sein möchte. Und das macht wahrscheinlich hier auch irgendwie so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad aus. Einfach weil man, wenn man nicht hunderttausende Pokémon fängt, ist man meistens underlevelt. Und dadurch wird das Ganze eben nicht so einfach. Einfach weil man nicht so overlevelt ist und dementsprechend weniger Schaden den Gegner macht und eben selber mehr Schaden frisst. Dazu fehlen hier noch die ganzen Fähigkeiten. Es fehlen, na gut, Wesen gibt's, aber ja, die Fähigkeiten, man kann keine Items tragen. Was das Ganze natürlich auch nochmal verändert. Gut, natürlich tut das auch dem Gegner von Fort einerseits Vorteil, andererseits Nachteil sein, aber ich weiß nicht so recht, was die sich dabei gedacht haben, dass sie das rausgenommen haben, aber okay. Sie haben es gemacht und damit müssen wir halt leben. Gut, dann jetzt noch schnell zur Arenaleiterin dackeln. Glutexo, komm her. Dankeschön. Da portet es sich einfach mal zu mir. Wir sind jetzt schon bei 20 Minuten und sind jetzt erst bei der Arenaleiter. Meine Güte, ey. Wie das Ganze hier hinausgezögert wird. Ich glaub's ja nicht. So, Glutexo, deine Attacken will ich noch ganz kurz mal bewegen. So, so gefällt mir schon besser. Gut, ich würde sagen, nee, wir leaden mal mit Tauboga. Ja, Tauboga und Glutexo werden jetzt unser MVP wahrscheinlich sein. Also, let's go. Hallo? Ist das Wetter nicht einfach herrlich? Ach, tut das gut. Einfach mal die Sehne baumeln lassen. So. Ey, hier wird nicht geschlafen. Ach, du meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein.
Ja, willkommen. Ich bin Erika, die Arenaleiterin von Bismania City. Meine große Leidenschaft sind Blumengestecke. Da liegt es auf der Hand, dass ich mir voll und ganz den Training vom Pflanzen-Pokémon verschrieben habe. Wie bitte? Ach, du möchtest gegen mich antreten? So sei es. Ich werde dir zeigen, aus welchem Holz meine Pokémon geschnitzt sind. Im Anime war diese Arena ja auch ganz lustig, weil man, weil Ash ja kein Mädchen war. Also ist. Und natürlich liest sie mit einem Tangela. Auf Level 33, das könnte jetzt noch witzig werden. Und er erst gar nicht in die Arena durfte, weil ja eigentlich nur Mädchen in dieser Arena zugelassen sind. Ja, das kann noch spaßig werden hier. Ich wechsle mal direkt auf Glutexo. Vielleicht könnte Gyarados uns auch noch helfen. Eben wegen dem enormen Schaden, den es drücken kann. Und warum macht das Vieh so viel Damage? Das ist ja abnormal. Okay, wir tun aber auch guten Schaden. Natürlich hat es schon wieder Schlafpuder. Natürlich trifft es schon wieder. Ist ja herrlich. Und jetzt vermisse ich, dass wir keine Items tragen können. Was? Habe ich gerade irgendwas Falsches eingesetzt? Oh, verdammt, ich bin doch blöd. Wieso setze ich einen Paraheiler ein? Ey, das T3 hittet uns. Ja. Das macht einfach mal viel zu viel Schaden. Ja, natürlich kein Großbrand, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass Glut ausreicht. Nein! Okay, sie hätte keinen Schlafpuder eingesetzt. Eigentlich genau deshalb wollte ich nicht auf Dingens gehen. Ja, einen Supertrank einsetzen. Setze einfach mal Luxukeep ein. Okay, sie setzt keinen Trank ein. Und wir können es. Und es reicht, dass wir es rausnehmen können. Okay. Giflor, okay. Hast du eigentlich irgendeine Attacke, die wir. Nicht wirklich. Nidoqueen, hast du irgendwas? Na gut, wir können mit Body Slam angreifen. Ich gehe einfach mal auf Nidoqueen. Ich versuch's mal ohne Beleber. Ich versuche es einfach mal komplett ohne einen Beleber. Und notfalls muss ich einen Beleber einsetzen. 34. Ach, das ist kein guter Schaden. Das hingegen schon. Okay. Was macht ein Schaufelart wegen Stab? 120 Schaden, also Stärke. Oh, das macht guten Schaden. Ach so, das war ein Crit, okay. Das erklärt es natürlich. Das war auch ein Crit, ne? Nein? Ja, ich muss Nidoqueen jetzt opfern, weil... Alter, das Vieh macht aber auch Schaden, ey. Wieso crittest du mich nochmal? Meine Güte, ey. Macht das Teil Damage. So, Gyarados, komm. Ich weiß, ich mache hier gerade taktisch überhaupt nichts gut, aber naja. Solange es funktioniert, Drachenblute, komm. Das Teil ist schneller. Und zieht uns einfach mal 30 KP Schaden ab. Und wir machen selber keinen Schaden.
Und sie hat noch ein Ultigardia, okay. Das wird wahrscheinlich jetzt auch mit einer Megasauger ankommen. Ne, Gifthieb. Danke, dass es keine Vergiftung zur Folge hat. Wieso flinchst du nicht? Okay, Galados kann es aber rausnehmen. Das ist schon mal gut. Und Tabuga erreicht noch ein Level. Gut, das bringt uns jetzt auch nicht viel. Giflor kommt wieder rein. Giflor war schneller, ne? Dann bleibe ich drin. Und wecke Tabuga auf. Bitte diesmal auch mit dem richtigen Item. Und Tabuga kann das Giflor dann hoffentlich rausnehmen. Wenn es zum Zug kommt und überhaupt angreifen kann. Ich hoffe einfach mal, dass es ausreicht. Ansonsten kann Pikachu mit seinem Luxukeep wahrscheinlich den Death geben. Aber den Sieg haben jetzt, denke ich mal, auf... Was? Halbbeleber 100%? Achso, ne, Quatsch. Ich habe es ja nur aufgeweckt, stimmt. Ich dachte, Quatsch, hä, wieso? Okay. Gut, es reicht. Wunderbar. Ja, der Kampf verlief jetzt nicht gerade optimal, aber wir haben es geschafft. Wie es aussieht, werde ich den im Farborden überreichen müssen. Hurra! Jetzt, wo du im Besitz des Farborden bist, werden dir alle Pokémon bis Level 50, die du per Tausch erhalten hast, gehorchen. Dann hätte ich da noch etwas für dich. Hier, bitte. Megasauger, das war klar. Und wieso nicht Gigasauger? Blablablub. Faszinierend, findest du nicht? Ja, ganz faszinierend. Gut, das war ja mal ein knüppelharter Kampf. Der auch wieder nur künstlich spannend gemacht wurde. Einfach weil... Ja, ich nicht einmal einen Bonbon benutzt habe, um meine Pokémon nochmal zu verstärken. Und ich underleveled bin. Also zumindest gegen die Arena-Leiter underleveled war. Das kann man mir also nicht vorwerfen, dass ich hier es nicht spannend mache, ne? Gut, ich glaube, heilen kann ich mich offscreen. Von daher sage ich es einfach mal, das war's mit Pokémon Let's Go Pikachu für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Bekündigung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann vielleicht zurückgehen nach Lavandia in den Pokémon-Turm. Ja, ich denke mal, das werden wir machen. Bis dahin, ciao, ciao, Leute.